Gute, ihr lieben Makerlein, was habe ich heute für euch? Ich habe heute für euch was ganz Besonderes. Wie immer. Ich habe immer was Besonderes für euch, weil ihr was Besonderes für mich seid. Ja, und ich habe euch ja mal damals angedroht, dass ich dieses Material hier, das Pen PET von Ingraion, mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen werde. Das werde ich auch jetzt die nächsten Tage tun, wenn etwas Spezielles, ein spezielles Gerät angekommen ist. Und das Gerät ist angekommen. Und das schauen wir uns auch gleich an. Und bevor wir das jetzt aber auspacken, also heute wird es nur ein Unboxing sein und mal ein erstes kleines Review. Aber bevor wir uns auspacken, gucken wir uns mal den Vorgänger an. Das ist nämlich so ein Teil hier. Der ein oder andere kennt es vielleicht, das ist ein Dörrautomat. Da packt man Obst rein, Apfelscheiben oder sonst was in Richtung und packt es da rein und das trocknet das Ganze aus. Ist super effektiv. Man kann hier die Uhrzeit, die Stunden einstellen halt, also die Zeit, die es braucht, entsprechend, um halt entsprechend das Ganze zu trocknen. Und das ist recht effektiv. Also die Hitze da drin ist schon ganz ordentlich. Ich hatte da drin mal Nylon getrocknet. Ist schon ganz cool. Aber jetzt kommt der Haken. Da hole ich jetzt hier mal die Kamera hier und halte die mal so ein bisschen da rein. Da seht ihr jetzt, wenn die Kamera dann scharf stellt, na, da seht ihr jetzt, da ist hier in der Mitte so ein Nubbel. Und ihr seht schon allein schon von meiner Hand her, da passt keine Rolle Filament rein. Das bedeutet, dieses Gerät ist zwar sehr effektiv, hat aber einen Nachteil. Dieser Nachteil ist, dass man hier keine komplette Rolle Filament reinpacken kann. Klar, man könnte jetzt die ganze Rolle abspulen und könnte die hier reinpacken, aber das funktioniert halt nicht ganz. Und daraus drucken funktioniert schon gar nicht. Und das ist halt bei manchen Filamenten, wie zum Beispiel Nylon, ist es bei manchen Filamenten echt wichtig, dass man auch während der Druckzeit das Ganze noch trocknen kann. Also ganz besonders diese Taulmann-Nylon-Filamente sind sehr anfällig und ich glaube, das hier wird auch so eins davon sein. Und genau aus diesem Grund habe ich die Jungs von Ethan mal gefragt, ey, ihr habt doch diese Box hier, die hier, ja? Und könnt ihr mir da von der Box nicht einfach mal eine mitschicken? Und die haben gesagt, ja klar, ist kein Thema, können wir machen. Kriegst du mit. Und die habe ich jetzt hier heute mit der Bestellung mitbekommen. Also heute ist eine Lieferung angekommen. Ich weiß, es sitzen schon einige zu Hause und sagen so, yay, ich kann euch leider nur enttäuschen. Es ist nur in Anführungszeichen, ich weiß, es warten auch einige drauf, das Fire Engine Red als ABS gekommen und nochmal ein bisschen E-Marble. Das schwarze ABS Plus kommt noch. Das verspreche ich euch hoch und heilig. Das ist schon unterwegs. Das ist auch schon unterwegs aus China und ist schon fast in Europa. Und sobald es hier ist, ich glaube, in ein, zwei Wochen wird es da sein. Wir warten alle drauf. Selbst ich warte drauf, weil ich möchte mit dem Filament, auch mit dem Fire Engine Red, demnächst mal entsprechend noch einen Voron drucken oder Teile für einen Voron drucken. Das heißt, ihr wartet nicht nur alleine drauf, wir warten alle drauf und ich hoffe, ihr bleibt uns treu und seid geduldig. Ich gebe euch hier auf dem Kanal, ich versuche auch sonst überall entsprechend euch mitzuteilen, wenn das Material dann endlich da ist, damit ihr das alles wisst und damit ihr auch die Transparenz dazu habt. Das ist ein kleines Anliegen von mir, das jetzt nochmal zu erwähnen, denn nicht jeder hat es mitbekommen, dass das Material noch unterwegs ist. Wir versuchen es so transparent wie möglich zu gestalten, aber es hat anscheinend nicht jeden erreicht. Genau. Dann zu der Box hier. Ich bin jetzt mal ungeduldig. Ich packe die einfach mal aus. Blub, 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 blub. Und da sieht man schon. Da sieht man nicht wirklich viel. Da sieht man hier oben und unten ein bisschen Styropor oder ein bisschen Schaumstoff. Und in der Mitte die Box. Und die ziehe ich jetzt einfach mal so da raus. Da fällt auch schon was runter. Ach, das ist die Anleitung. Okay. Die Box stelle ich mal da runter. Die Verpackung. Den Schaumstoff kann man auch da runter packen. Und das dorthin. Ihr kriegt gleich noch mal ein bisschen B-Roll eingeblendet, damit ihr das Gerät auch in hochauflösend unter die Lupe nehmen könnt und damit ihr nicht entsprechend jetzt sagt, ja, ja, hast ja keine Nahaufnahme, nichts dran gemacht. Ich habe hier nochmal eine Kamera stehen, die Samsung, die funktioniert auch, da seht ihr auch das Display drin und dann werden wir das Ding gleich mal anschließen und ich werde mal noch gleich ein paar Worte zu dem Teil sagen, weil ich finde es an sich gut, es ist nicht überragend, das ist jetzt halt, ja, für den Preis, so ein Ding kostet, glaube ich, so um die 200 Euro, ich weiß es nicht genau, keine Ahnung, muss ich gucken. Das liegt jetzt preislich in der Range irgendwas um die 80 Euro. Also ist ungefähr halb so teuer wie so ein Gerät. Ist aber auch speziell auf Filamente ausgelegt und ich
habe jetzt schon einige davon gehört, dass die Hitze, die darüber generiert wird, nicht, also die angeblich angezeigt wird, nicht wirklich im Gerät konstant hervorherrscht. Das heißt, unten ist eine Heizmatte drin und das Gerät heizt vielleicht, hier steht 80 Grad und es heizt vielleicht auf 40 Grad, 45 Grad hoch. Ja, das ist nicht tragisch, aber wenn man ein Filament hat, das man am besten getrocknet druckt, packt man es ein, zwei Stunden früher rein, dann wird es richtig getrocknet und dann druckt man halt einfach los. Genau, packen wir das Ganze mal aus. Da haben wir einen PTFE-Schlauch und so einen kleinen Nupsi. Na, kann die Kamera das auffangen? Ja, da ist so ein kleiner Nupsi. Der kommt hier vorne in die Hutze hier rein. Und dann haben wir hier noch mal ein bisschen Schaumstoff mit dem Netzteil. Den Schaumstoff können wir weg. Und das war schon. Das war schon alles, was drin ist. Die Tüte kann auch noch mal darüber. Und dann schauen wir uns noch mal kurz hier in der Kamera an. Da seht ihr das Innere. Das ist sehr übersichtlich. Also ihr habt zum einen habt ihr diese kugelgelagerten Rollen hier, diese kugelgelagerten Schäfte. Das ist, finde ich, sehr gut. Das gute Stück soll auch eine eingebaute Waage haben. Die werden wir auch gleich mal testen. Ich weiß ja, was auf dieser Rolle ungefähr drauf ist. Da können wir mal gucken, ob es das Gewicht von der Rolle auch abzieht. Ja, ob es das erkennt, ob es das rafft halt entsprechend, dass da jetzt halt noch eine Spule irgendwie mit dabei ist. Also eine Leerspule oder sowas in Richtung. Ob es das abzieht. Ich glaube, man kann das auch einstellen, wie viel Leergewicht die Spule hat, damit man dann wirklich weiß, wie viel Filament noch drauf ist. Das finde ich sehr gut. Allein das Feature ist schon ganz cool, dass man weiß, okay, der Slicer schmeißt einem einen Wert von, keine Ahnung, 100 Gramm raus und man ist sich nicht ganz sicher, reicht das noch? Wir werden das gleich mal testen. Ich werde gleich nochmal eine Waage aufbauen und dann vergleichen wir das mal mit dem Wert von der Waage. Sind beide nicht geeicht, ich weiß, aber dann haben wir schon mal einen Richtwert, ob das dann ungefähr stimmt. Und dann sieht man hier unten, da sieht man entsprechend die Heizspule, ja, wenn man das so nennen will, dieses Zickzackmuster. Das ist das Heizelement und darüber soll die Hitze quasi generiert werden. Hier vorne ist dann, oder besser gesagt hinten, ist nochmal ein Lüfter drin verbaut. Das heißt also, darüber kommt die Luft rein und ich vermute mal, hier hinten ist nochmal ein bisschen extra Platz für ein Silica-Bag. Da muss man mal gucken, inwiefern das Ganze dann funktioniert, weil das, ich weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera sieht, aber das ist halt hinten offen. Das ist halt, der Lüfter ist hinten offen, ob das sich nicht irgendwie in die Quere kommt. Aber ich glaube, selbst da kann man sich mit dem 3D-Druck halt entsprechend abhelfen, dass man sagt, okay, man druckt na, hier drüber nochmal entsprechend eine Abdeckung, die dann hinten rüber ragt und dann dafür sorgt, dass dann das Silica-Bag, was man hinten reinpackt, nicht in den Lüfter reinkrascht. Ist ein bisschen schade, dass das Produkt das nicht von selbst kann. Ja, das hier gibt nach, wenn man drauf drückt so leicht. Das heißt also, die Waage ist, ja, bin ich mal gespannt, wie die wird. Es ist auf jeden Fall eine coole Idee. Es ist auf jeden Fall eine coole Idee. Und ohne große Umschweife, da habe ich eine Schere. Einfach mal rein damit. Und dann zerreißen wir das. Bin jetzt mal gespannt, die Rolle ist ja normal breit. Ist nicht extra dünn oder extra groß, aber man sieht schon, die passt gut rein. Ja, die passt gut rein. Die stößt nirgends an jetzt hier an der Stelle. Ich glaube, kann sie auch gar nicht, weil rechts und links, ja, wenn sie jetzt so ein bisschen hin und her wackelt halt beim Abrollen, da sind Endpunkte. Das heißt, also die kommt auch hier oben nirgendwo an den Deckel dran. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, da war ein Silica-Bag drin. Vielleicht können wir das ja gleich mal in die Kammer schmeißen und dann gucken wir mal darüber. Gucken wir mal, hier war noch ein Beutelchen mit dabei. Einmal der PTFE-Schlauch. Der PTFE-Schlauch ist, muss ich echt sagen, na, jetzt stellt die Kamera nicht statt. Komm, stell scharf. Jetzt. Man sieht, die Wandstärke ist recht dick und der Durchmesser innen drin auch. Ja. Die ist, ja, ordentlich. Der Schlauch ist echt ordentlich. Sowas würde ich mir für manche Drucker wünschen. Denn viele Drucker
haben immer nur so einen dünnen, wo das Material gerade so durchpasst. Ich weiß, es kann sich drin verkanten, aber ich mag es einfach nicht, wenn jetzt der Schlauch zu dünn ist und dann vorne so ein kleiner Knubbel drin ist, wie beim Mini oder beim i3 hinten. Wenn da ein kleiner Knubbel drin ist, bleibt das schon teilweise, wenn man PTFE-Schlauch, so einen Standardschlauch dran hat, schon dran hängen. Und das finde ich ist echt doof. Das nervt mich jedes Mal. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das Problem auch habt oder ob ich da so alleine mit bin. So, das heißt, wir haben jetzt hier mal entsprechend den Nupsi drin, den Schlauch haben wir drin. Und dann gucken wir jetzt mal. Stimmt, Inkrayon hat ja hier oben asiatisch typisch. Inkrayon ist übrigens kein deutscher Hersteller. Inkrayon ist der Vertrieb hier in Deutschland, hat mich angeschrieben. Das muss ich nochmal korrigieren. Das ist nämlich kein deutscher Hersteller gewesen anscheinend. Oder kein deutscher Hersteller, ja, sondern die kommen aus Korea. Erklärt auch so ein bisschen den Namen, also den merkwürdigen Namen. Ich hatte erst vermutet, dass es ein deutscher Hersteller ist, ist es aber nicht. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das PLA von denen ist echt Bombe. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt wird es ein bisschen fricklich. Das finde ich jetzt gerade... Okay. Ja, okay. Das ist ein bisschen mehr als fricklich. Und der PTFE-Schlauch hält ja auch nicht wirklich richtig drin. Finde ich ein bisschen nicht so schön. Das muss man eventuell nochmal mit Kleber, mit Kunststoffkleber irgendwie festkleben. Mit Kunststoff-Silikonkleber irgendwie festkleben, damit das auch drin bleibt. Und ganz ehrlich, ich habe mir auch schon überlegt, oder beziehungsweise ein Bekannter von mir hat sich überlegt, das Ganze mal mit einem Joghurt, wie heißen die Dinger, Joghurt-Maker zu machen. Gibt es auch, glaube ich, genügend, was ist das denn? Gibt es auch genügend, da ist noch ein bisschen Pappkarton drin. Gibt es auch genügend Bauanleitungen, glaube ich, auf Thingiverse, dass man sich das Ding selbst bauen kann mit bestimmten Heizelementen. Und hast du nicht gesehen, aus dem, aus dem Tierbedarf vom Aquarium oder sowas in der Richtung, gibt es auch zur Genüge online. Und ja, ich bin echt gespannt. Wir gucken es uns gleich mal an. Ich stöpsel das mal ein. So. Da fokussiert er mich. Mir fällt jetzt nur gerade was ein. Ich habe gelesen, dass man beim initialen Start die Rolle rausnehmen soll. Denn wenn man die Rolle nicht rausnimmt, dann nimmt er nämlich das falsche Gewicht. Dann nullt er quasi das mit dem Filament. Finde ich ein bisschen blöd. Ist nicht gut. Aber schalten wir mal ein. Und da sehen wir schon, tada, null. Null. Dann packen wir das mal rein. So, dann das nochmal alles reinfuddeln. Ist ein bisschen fricklich, aber geht. Ist jetzt nicht so schlimm. Und dann haben wir hier quasi das Material schon. Da sehen wir 1023. Das kommt ungefähr hin. Wenn ich hier jetzt mal gucke, Modus. Was ist das? Das ist ein Pfund, die Anzeige. Na, kann man das lesen oder vielleicht mal noch ein bisschen näher ran. So, und dann mal... Den Schlauch hier auch erstmal aus dem Weg. Dann mal die Anzeige in Pfund. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Das ist in WOC. Das ist das Leergewicht von der Rolle. Das sind jetzt hier 220 Gramm. 220 Gramm kommt ungefähr hin. Lassen wir erstmal das stehen. Und dann sind wir hier bei der Temperatur. Und da können wir die Temperatur einstellen. Und jetzt gucke ich mal. Okay, da kann man zwischen 1 und 4 oder 0 bis 4 kann man wählen. Ich weiß es nicht, was das ist. Steht das vielleicht in der Anleitung drin? Ach ja, hier. Hier in der Anleitung kann man dann lesen. Da sind die einzelnen 4 Stufen. Da ist dann Hotplate Temperature. 50 ist bei 1, 60 ist bei 2, 70 ist bei 3 und 80 Grad sind bei 4. Das bedeutet, wir sind jetzt hier bei 80 Grad. Das müsst ihr jetzt also wirklich intern dann entsprechend auf 80 Grad aufheizen. Ich weiß jetzt nicht, ob es das tut. Hier hinten hört man auf jeden Fall den Lüfter, der anspringt, was ich jetzt nicht schlimm laut finde. Da sind manche Drucker wesentlich lauter. Aber, ja, genau. Und diese Angaben hier, ich sehe gerade hier nochmal so eine Spulengewichtreferenz. Gut, das können wir ja gleich mal nochmal entsprechend gegenwiegen, aber die schreiben jetzt hier Isan Transparent
Spool für ein Kilo sind zum Beispiel mal 220 Gramm leer. Das würde erklären, warum das auf 220 Gramm steht, und das kommt auch ungefähr mit dem hier hin. Ja, klar, es können jetzt natürlich ein paar Gramm mehr oder weniger sein, aber ja. So, genau, hinten kann man ein Silica-Bag reintun, was ich jetzt momentan noch nicht tun würde, weil da noch der Lüfter offen ist. Aber an sich eine ganz coole Idee. Ja, da seht ihr, habe ich jetzt eine Küchenwaage besorgt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin. Ach, da oben bleibt es schon dran stecken, okay. Wir gehen jetzt mal hin. Die Waage ist aktiviert und genullt. Ich hoffe, man kann es erkennen auf dem Video, zumindest mal so ein bisschen, ja. Ich lege jetzt einfach mal hier das Material da rein. Und dann sehen wir auch, sieht man es auf dem Bild, naja, ich hoffe es mal so, 1290 Gramm. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, ja. 1290 Gramm minus die 220 Gramm, die wir eingestellt haben hier in dem Automat, sind summa summarum 1070 Gramm. Also es kommt ungefähr hin, es ist nicht perfekt. Wenn wir jetzt nochmal vergleichsweise dieses Gerät hier anschmeißen und nochmal die Rolle reintun. Und dann sehen wir hier, das sind 1023 Gramm. Ja, es kommt nicht ganz hin, fehlen 50 Gramm. Bisschen Schwund ist immer, würde ich sagen, aber wenn man jetzt sagt, okay, man weiß nicht mehr, man hat jetzt noch einen Druck, der vielleicht, keine Ahnung, 8 Stunden dauert und weiß nicht, ob noch genug drauf ist und am Ende vielleicht keinen Bock drauf hat, da zu stehen und dann nochmal den Druck zu pausieren und zu warten, bis eine neue Rolle kommt oder der Druck vielleicht sogar im schlimmsten Fall abbricht, dann ist das schon auf jeden Fall mal nicht schlecht. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal ein Anwendungszweck. Ich werde das Ding jetzt am Wochenende intensiv testen. Wir machen das mal aus, damit der Lüfter nicht so kretzt. Na, jetzt. Damit der Lüfter nicht so krächzt. Und dann werde ich das Ding am Wochenende testen, auch gerade mit dem Material, um zu gucken, ob das dann wirklich was bringt, ob es dann wirklich was hält. Ich werde es aber auch mit einem normalen PLA, was schon ein bisschen drüben liegt und schon ein bisschen spröde ist, oder aber auch mit einem PETG, was vielleicht schon viel Feuchtigkeit gezogen hat, am Wochenende testen und nächste Woche noch testen. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem gekonnten Review. Wenn euch das gefallen hat, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie das Ding wirklich funktioniert und wie es sich dann wirklich schlägt, dann abonniert bitte den Kanal. Und wenn ihr das Ding schon kennt, aber es gerne kaufen wollt, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ein sehr schönes und sonniges Wochenende. Entspannt euch ein wenig und genießt das Wetter. Bis dahin, bis Montag. Happy Printing!